Und damit moin moin, hier ist wieder euer Robin für euch. An einigen sonnigen Sonntag begrüße ich euch zu diesem neuen Video. Ich bin hier heute auf der Kolle Kirmes. Nein, es ist keine Kirmes, es ist quasi ein Fest, wo Stände sind. Also quasi ein verkaufsoffener Sonntag mit vielen Ständen und Möglichkeiten, was zu erleben. Unter anderem, ihr habt es am Titel gelesen, ganz viele alte Autos. Die nehme ich auf jeden Fall mit ins Video rein. Ja, schauen wir mal, was der heutige Tag so bringt. Guten Morgen, liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Gäste, liebe Kinder. Ich darf Sie heute Morgen ganz, ganz herzlich hier zur Kollenkirmes 2018 in Velen begrüßen. Als allererstes möchte ich mich einmal für diesen ganz tollen, furiosen musikalischen Auftakt bedanken, und zwar bei den Vereinigten Spielleuten Velen und bei dem Musikverein Velen. Und ich finde, die haben alle mal einen ganz kräftigen Applaus verdient. Ja, die Kolle Kirmes hat ja schon sehr, sehr lange Tradition in Velen, und auch in diesem Jahr ist wieder ein tolles Programm vorbereitet worden. An dieser Stelle auch ganz herzlichen Dank an Frau Jakubik von der Touristinfo und an alle, die vielen, vielen, die sonst mitgewirkt haben, mitorganisiert haben und schon seit Wochen diese Kolle Kirmes vorbereitet haben. Wobei ich ja auch ein bisschen schimpfen muss, dass mit der Kollenkirmes, das hat in diesem Jahr nicht so gut geklappt, also kalt ist es Gott sei Dank nicht. Und wir dürfen bei ganz wunderschönen, traumhaften, sommerlichen Temperaturen heute das bunte Treiben genießen. Ja, und dafür, dass es heute auch ein buntes Treiben gibt, da sind natürlich auch ganz viele Leute für verantwortlich, denen ich auch gerne einmal Dankeschön sagen möchte. Es sind ganz viele Vereine und Gruppen hier aus dem Ort, die sich tolle Sachen zum Mitmachen ausgedacht haben, die ihnen für Gespräche zur Verfügung stehen und die dafür sorgen, dass es hier so tolle, interessante Meilen gibt. Ja, und last but not least möchte ich mich natürlich auch noch bei unseren Einzelhändlern bedanken, die ab 13 Uhr ihre Türen öffnen und zu einem schönen Einkaufsbummel einladen. Und Sie wissen ja, ich habe es gestern mit Schrecken festgestellt, in 71 Tagen ist Weihnachten. Also vielleicht finden Sie ja heute bei dem Einkaufsbummel schon das ein oder andere, was Sie später unter den Tannenbaum legen können. Ja, das Programm für heute, das bietet relativ viel, also ganz viele Highlights. Ich habe mir ein paar davon aufgeschrieben, damit ich keins vergesse. Moment. So, starten mit dem Highlight, oder ein Highlight des Tages ist unsere diesjährige Kinderrallye. Das heißt, wir bieten zum zweiten Mal in diesem Jahr eine Kinderrallye an, und gleich um 12 Uhr geht's los. Und dann können alle Kinder zwischen 3 und 14 Jahren sich den Laufzettel hier beim Stand der Stadt Velen, hier direkt rechts neben uns, abholen und haben dann bis 16 Uhr Zeit, die Fragen und Aufgaben zu lösen, die sie auf diesem Laufzettel finden.
Ganz wichtig, liebe Kinder, ist, Britte bringt den Laufzettel bis 16 Uhr wieder zurück, weil schon um 3:45 werden wir hier die tollen Preise verlosen. Und der erste Preis ist nämlich zum Beispiel eine Ballonfahrt. Also es lohnt sich mitzumachen bei der Kinderrallye und zwischen 12 und 4 kann man die Aufgaben lösen. Ja, was Sie gerade bestimmt auch schon gesehen haben, sind unsere Fehlner und Ramsdorfer Kiepenkerle, die heute natürlich auch wieder unterwegs sind, die Sie überall auf der Straße antreffen und die auch immer gerne ein Schnäpschen, ich hab's befürchtet. Ich mache Ihnen das mal vor, wie das geht. Also so oder so ähnlich sieht das aus, wenn ein Kiepenkerl zu Ihnen kommt, das dürfen Sie dann gerne genauso machen. Ja, was haben wir noch? Wir haben zwischen 2 und 6 Uhr den Clown Hieronymus. Der läuft die ganze Zeit in den Straßen hier rum, ist auch zwischendurch an der Bühne hier zu finden. Und der Clown wird sicherlich das ein oder andere Sie zum Lächeln, aber auch zum Grübeln bringen. Ja, was ich auch ganz toll finde, neu ist in diesem Jahr unsere Oldtimer-Meile. Die finden Sie, wenn Sie hier rechts runtergehen. Und zwar hat sich Anfang des Jahres schon Matthias Schürmann bei mir gemeldet und hat gesagt, Mensch, irgendwie ist das so ein Hobby, was viele Leute in Fehlen und Ramsdorf haben. Wollen wir nicht zu Köln Kermes mal so eine Oldtimer-Meile organisieren? Und das finde ich ganz, ganz toll. Davon lebt auch die Kolle Kermes, dass Sie als Fehlner und Ramsdorfer Bürger mitmachen können, wenn Sie eine Idee haben oder wenn Ihnen was gefällt oder wenn Sie auch was vermissen hier. Melden Sie sich bei uns, machen Sie mit. Und dann ist im nächsten Jahr vielleicht auch Ihr Projekt dabei, wie in diesem Jahr mit der Oldtimer-Meile auf der Kardinal-von-Galen-Straße. Ja, dann haben wir natürlich hinter mir schon sichtbar den Kindertrödelmarkt. Da gibt es sicherlich das ein oder andere spannende Teil für das Kinderzimmer heute zu finden. So, dann haben wir natürlich ganz, ganz viele örtliche Vereine, die heute da sind und Ihnen für Gespräche zur Verfügung stehen. Wie gesagt, wenn man anfängt aufzuzählen, besteht immer die Gefahr, dass man welche vergisst. Von daher lade ich Sie ganz herzlich ein, einfach jeden Einzelnen zu besuchen und dann wissen Sie morgen auch, wer da war. Ja, und wenn Sie einmal in die rechte Richtung gegangen sind, können Sie auch gerne noch einmal in die linke Richtung gehen, und zwar bis zum evangelischen Gemeindehaus. Das ist vor einigen Wochen fertig geworden und offiziell eingeweiht worden. Das ist heute offen, das können Sie besichtigen. Kaffee und Kuchen gibt es da auch, also der Weg bis zum evangelischen Gemeindehaus lohnt sich. In der Kirche hinter mir gibt es heute 3-mal eine Führung zu der Ausstellung Glauben Farbe geben. Und auch da lade ich Sie ganz herzlich ein. Die erste Führung ist gleich direkt um 12, die nächste um 2 und dann die nächste um 4. Und hier auf der Bühne natürlich gibt es auch den ganzen Tag ein tolles Programm. Hier hinten nach mir direkt übernimmt die Kindertanzgruppe des Reha-Zentrums in Fehlen und ich bin fest davon überzeugt, die werden gleich die Bühne rocken. Ansonsten gibt es hier noch das Duo Musikfieber, die Tanzgruppen vom Jugendtreff Kassel, das Hornquartett der Musikschule Borken und wie gesagt, auch der Clown wird regelmäßig hier sein. Also Sie sehen, es ist für jede und jeden was dabei, für Jung und Alt gibt es was. Und von daher, Ihre Aufgaben sind heute schauen, stöbern, einkaufen, Spaß haben. Genießen Sie den Tag, machen Sie das Beste raus. Vielen Dank nochmal an diejenigen, die das heute mitorganisieren. Und von daher kann ich Ihnen heute nur einen schönen Tag wünschen. Genießen Sie Fehlens Mitte und bei dem tollen Wetter haben Sie eine schöne Zeit. Vielen Dank. Und ich höre gerade, ein Musikstück gibt es jetzt auch nochmal von unseren beiden Spielleuten zusammen. Thank you.
Alles klar, gut. Viel Spaß. Ciao. Ja, meine Freunde von Robin TV. Hier mal ein paar alte Autos. Dort die Bürgermeisterin, die selber auch ein Oldtimer hat. Ja, ich wollte nicht alle Autos zeigen, aber es sind schon viele schöne Autos dabei. Ja, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick von der Keule Kimmes bekommen. Ich gehe jetzt über die neue Straße, die letztes Jahr eröffnet worden ist, hier am Kaufpark vorbei, wieder Richtung Sparkasse. Und dort werde ich gleich in eineinhalb Stunden abgeholt von meinen Eltern. Die bringen mich dann nach Coesfeld. Von Coesfeld, da der Essenauer Bahnhof ja gesperrt ist, fahre ich direkt nach Dortmund und von Dortmund dann direkt nach Köln mit dem RE1. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ciao mit V, euer Robin. Und ich denke mal, den einen oder anderen werde ich demnächst ja wohl treffen, oder? Sicherlich. Tschüss.